Hallo, mein Name ist Stefan Litschke. Ich bin insbesondere dem Michael auf den Fürstenegger Fototagen noch ein Beweis schuldig geblieben. Und nicht zu vergessen den Alex. Der Alex war schwer enttäuscht von mir. Alex, ich hoffe, ich kann das heute Abend alles korrigieren, denn ich habe mal einen richtig billigen Studioblitz geholt, nämlich meinen, und werde mit dem dieses ganze Experiment, was da nicht geklappt hat, einfach nochmal wiederholen. Als nächstes würde ich sagen, erkläre ich euch mal eben hier meinen Versuchsaufbau. Ich habe hier meine Kamera auf ein Stativ gebaut, aus Ermangelung an Models, um in diesem Haus hier, um diese Zeit gerade, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ein altes Plakat, was heißt ein altes Plakat, ein von mir bereits verwendetes Plakat genommen, habe das an die Wand geklebt und kann jetzt hier, wenn ich auslöse, ein komplett schwarzes Bild erzeugen. Ich hoffe, man kann das sehen aus der Perspektive, was die Kamera hat, weil wir nämlich bei einer 8000stel Sekunde und Blende 5,6 sind. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wir haben aktuell kurz nach 8:30. Heute war nicht so ein super schöner Sonnentag. Mit anderen Worten, ich stehe hier zwar im Wintergarten, deshalb kommt ja noch einigermaßen Licht rein, aber im Wohnzimmer, in den Innenräumen würde man jetzt schon mit Lampenlicht arbeiten und da ist irgendwie bei Blende 5,6 und einer 8000stel ist eben überhaupt gar nichts mehr da. Der Blitz, der hier auf der Kamera draufsteckt, ist ein Speedlight, was im manuellen Modus steht auf einer 32stel der Leistung. Und der Kopf zeigt schräg nach oben in den Blitz, der hier auf diesem Stativ montiert ist. Die magischen Augen, will ich sie mal nennen, also Fotodioden, die dafür sorgen, dass ein Studioblitz ausgelöst wird, sind hier bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und ich habe hier eine halbwegs diffuse Lichtquelle benutzt. So, ich kann den jetzt einschalten. Das erste, was passiert ist, ich bekomme zusätzliches Licht hier in die Aufnahme, weil ja der Studioblitz ein Einstelllicht hat. Und dieses Einstelllicht werde ich also jetzt eliminieren. Nachdem wir gerade ein komplett schwarzes Bild hatten, bekommen wir jetzt Blei. Ich hoffe, man sieht es. 5,6 und eine 8000stel Sekunde bekommt man eine Aufnahme, die vollkommen richtig ausgeleuchtet ist. Ich hoffe, dass der Michael jetzt gesehen hat, dass es funktioniert. Warum es, lieber Michael, mit deinen Blitzgeräten nicht funktioniert hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht haben wir auch irgendwie einen Fehler gemacht, aber wir haben es beide doppelt kontrolliert. Es ist, wie es ist. Bei meinem Blitzgerät funktioniert es, bei deinem nicht. Also vielleicht einfach einen ganz günstigen kaufen und dann wird's. Bis dann, schönen Abend. Danke.